Moin Leute, so, bin jetzt am Flughafen in Saarbrücken. Ja, das wird Vlog Nummer 1 von meinem Malle-Trip auf dem Rockies Fitnesscamp. Was ist natürlich, ich Idiot, habe eine SD-Karte vergessen. Das heißt, ich habe jetzt gerade eine Mini-SD-Karte dabei mit 16 GB. Das heißt, ich kann nicht so viel abfilmen für euch, ne. Ich habe aber meine Festplatte dabei, das heißt, ich muss dann immer rüber und rüber schieben. Ja, seid gespannt, ich bin's auch. Und ihr seht ja dann alles andere. Leute, also so schnell bin ich schon nirgends eingecheckt. Ich war jetzt eine Stunde früher hier. Und ihr seht, das hier. Das ist schon der Ankunftsbereich. Und hier hinter diesem Bistro-Bereich, da hinten, das ist der Abflugsbereich. Also bei mir das Ganze, ich bin hier reingekommen, direkt an den Schalter, war keiner vor mir. Noch eine Gruppe, die hat mich noch vorgelassen, weil die auf irgendwas gewartet haben. Und krass, also ich hätte locker eine Dreiviertelstunde später kommen können. Uhr 50. Also ich gehe jetzt schon mal durch die Sicherheitskontrollen, habe ich das auch schon hinter mir. Sehen wir uns gleich. Leute, die Brezel darf nicht fehlen. Was ich euch jedem empfehlen kann, ist so, wenn ihr auf also Flug vor euch habt, schaut immer nach, ob es Online-Check-In gibt und ob es dazu eine App sogar gibt. Das könnt ihr dann alles vom Handy aus machen. Ich habe jetzt hier meine Bordkarte, das heißt, ich habe hier keinen Zettel mehr, den ich auch verlieren könnte. Und ja, das erspart euch schon einiges an Stress, sage ich mal, wenn es kurz vorher wieder am Zettel zu unten ist. Und ja, das ist eine coole Sache. Kann ich jedem von euch empfehlen. Der Online-Check-In ging auch ratzfatz. Also seht ihr jetzt hier weitere Optionen. Flug umbuchen. Zum Beispiel hier. Jetzt sehe ich Check-In in 2 Tagen möglich. Das ist mein Rückflug. Das kann ich dann auch alles hier vom Handy aus machen. Also ist wirklich eine coole Sache. Das heißt, wenn ihr fliegt, schaut erstmal nach, ob es da eine App gibt. Und aber es gibt schon bei den meisten Flugunternehmen. Von daher immer Augen auf. So, endlich angekommen, Leute. Palmen seht ihr ja schon im Hintergrund. So, ich warte jetzt noch auf meine Stretch-Limousine. Natürlich nicht, nein. Der Steffen holt mich jetzt noch ab. Der ist heute Morgen schon gelandet. Danach kam, glaube ich, Karl. Und jetzt müsste ich der Kameramann dran sein. Heute Abend kommen noch Chill und Sei. Ja, ich stelle mich jetzt schon mal hier raus in die Sonne, weil ich hab's bitter nötig. Das brauche ich jetzt mal wirklich. Ja, Sommer war ja nichts bei uns in Deutschland. So, ich plack mich jetzt hier hin und warte auf den lieben Steffen. So, meine Stretch-Limo ist hier. Also wir sind schon auf dem Weg. Ja, wir sind gerade alle an Bord. Unser Kameramann ist auch hier. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, er landet um circa dieselbe Zeit wie ich. Und der Steffen, der ist schon ganz fleißig, konzentriert hier am Steuer. Und Karl, die faule Sau, sonst ist schon bestimmt in der Finger. Der ist ja heute Morgen gelandet. Und die anderen zwei, die kommen doch nicht heute Abend. Das zieht sich jetzt doch noch etwas. Die kommen erst morgen um 8 Uhr. Naja, Hauptsache sie kommen. Also, bis später. Okay, wir sind schon kräftig am Einkaufen und... Ja. Und ich freue mich auch krass, Leute, denn ich habe was gefunden, was ich mir leisten kann. Ja. 46 Cent für Honey Pops, ich lese gerade, die sind sogar noch vegan. Dazu eine Mandelmilch. Er hat sich nämlich schon Gedanken gemacht, ob das Geld jetzt wirklich langt. Ja, aber hier, ja, also... Es wird schon passen, wir werden einiges finden. Boah, 48 Cent, ich weiß nicht. Oh, 43 Cent, Leute, das kann ich mir definitiv leisten. Ja. Aber
sogar in Schokogeschmack, genau. Gut, der Wagen, der ist, naja, noch nicht ganz gefüllt, aber das kriegen wir noch hin, die ganzen Früchte fehlen ja noch. Und Karl kann sich nicht entscheiden, denn diese 2 Cent, die stehen gerade so im also Raum. Weißt du, wir haben jetzt zwar einen zweiten, aber ich denke schon an Ende Monat. Gell? Und da, ihr wisst ja, wie das da aussieht. Mit Spritkosten und so allem, gell? Was sich da alles so zusammentut. Ich esse derzeit fast 6000 Kalorien jetzt und das sind schon harte Zeiten so. Da macht's jeder Sinn. Harte Zeiten, ich hab alle. So, ich zeige euch hier, das ist unser Pool. Ringsrum gar nichts. Das heißt, wir stellen später hier Boxen auf und machen dann eine fette Party. Nee, Spaß. Ich zeige euch noch schnell die Küche. Hier seht ihr, das hatte ich jetzt vorhin vergessen zu erwähnen. Die ganzen Einkäufe. Ja. Also überwiegend nur gesundes Zeug, ja genau, die Shreddies sind auch am Start. Hier haben wir noch Pilze, Champignons, Paprika, Äpfel, oh, Weißwein, ne, das war ein Geschenk von der Hausherrin. Ja, also einiges Zeug. Jetzt werden wir direkt ins Gym gehen, aber ich werde noch den Tunnelblick probieren. Bin ich mal gespannt. Aber das Coole ist, ich habe jetzt seit 2 Wochen gar keinen Puster mehr genommen. Von daher wird es ganz interessant sein, weil ich glaube, im letzten Jahr, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe eigentlich fast jeden Tag einen Booster genommen. Ja, aber jetzt habe ich 2 Wochen mal Pause gemacht und das heißt, das gibt dann auch ein repräsentatives Urteil, also eine Bewertung. Und ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich resistent und jetzt schauen wir halt mal, ihr werdet es ja dann sehen. Und ich werde es eventuell auch spüren. Also.